In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man die Impedanzortskurve dieses realen Parallelschwingkreises in einer numerischen Mathematiksoftware wie MATLAB oder in diesem Fall Octave berechnen und darstellen kann. Bevor man das jetzt in der Mathematiksoftware tut, sollte man sich erstmal wieder überlegen, wie man diese Ortskurve von Hand konstruieren würde. Da ich das in einem anderen Video schon mal kurz gezeigt habe, nehme ich mal hier das Ergebnis vorweg. Also die Ortskurve startet bei einem rein reellen Punkt, genau beim, wo die Impedanz den Wert R hat. Da bei tiefen Frequenzen diese Induktivität hier wie ein Kurzschluss wirkt und mit steigender Frequenz gewinnt dann die Induktivität hier einen Einfluss, deswegen nimmt der Phasenwinkel zu und dann fließt aber immer mehr Strom durch die Kapazität dort unten hier, sodass ja, auch ein kapazitiver Einfluss dazu kommt, bis sie sich bei einer Frequenz genau aufheben. Das ist hier diese Kompensationskreisfrequenz. Hier vorne ist der Punkt, wo die Frequenz gleich 0 ist und dann fließt immer mehr Strom durch die Kapazität und bei hohen Frequenzen wird die Induktivität zu einem Leerlauf, sodass der ganze Strom hier unten lang fließt und dann bei ganz hohen Frequenzen die Kapazität zu einem Kurzschluss wird, sodass wir hier mit negativen Phasenwinkel von 90 Grad in diesen Kurzschlusspunkt hier unten reinlaufen und so dann die Impedanzortskurve für diesen realen Parallelschwingkreis aussieht und das hier die Stelle ist, wo das Omega gegen unendlich geht. So, wenn man das Ganze jetzt in dem Octave machen möchte, braucht man eine Formel, um die Impedanz hier berechnen zu können. Um das jetzt mal so ein bisschen stückweise anzugehen, fangen wir am besten hier oben an und sagen, wenn wir erstmal nur das R plus das J Omega L nehmen, dann wäre das die Impedanz von dieser Reinschaltung von dem R und der Induktivität. Wenn wir dann 1 durch das nehmen, dann kriegen wir die Admittanz von diesem oberen Zweig hin. Und jetzt ist parallel dazu geschaltet die Kapazität. Das heißt, wenn wir die Admittanz der Kapazität dazu addieren, dann haben wir die Gesamtadmittanz von dieser Parallelschaltung. Und um jetzt auf die Gesamtimpedanz zu kommen, müssen wir einfach nur das Ganze nehmen und 1 durchrechnen. Und das Ganze ist dann das Z, die Impedanz dieser Schaltung in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz Omega. So, das Ganze wollen wir jetzt hier in diesem Octave nachbauen. Ich habe das jetzt einfach mal gestartet und gehe hier auf den Editor, sodass man jetzt sowas wie ein Programm schreiben kann. Wir könnten jetzt auch Befehle direkt in dieses Befehlsfenster hier reinschreiben, aber der Editor hat den Vorteil, dass wir jetzt aus mehreren Befehlen ein Programm machen können und dieses Programm immer wieder nacheinander ablaufen lassen können, um zum Beispiel ein paar Kleinigkeiten zu ändern. So, am Anfang eines solchen Programmes sollte man immer mal den vorhandenen Variablen-Speicher löschen und leeren. Das macht man mit einem Clear All und da wir auch ein paar Diagramme machen wollen, können wir mit einem Close All alle offenen Diagramme schließen und sozusagen immer wieder mit einer frischen Simulationsumgebung anfangen. So, jetzt geht es darum, diese Formel hier nachzubauen. Die können wir da eigentlich so relativ schnell reintippen und sagen, das Z wäre eben 1 durch. So, jetzt den Nenner, der ist ja eine Summe mit Klammern ringsrum, dann haben wir nochmal 1 durch eine Summe dieses R plus J Omega L, R plus J mal Omega mal L, nicht auf den Mauszeiger gucken, der hat hier, zeigt hier irgendeine Hilfe an. So, dann haben wir diesen Nenner hier, oder diesen Bruch, jetzt muss noch das plus J Omega C dazukommen. Und dann können wir den Hauptbruch zumachen und dann ist das eigentlich schon die ganze Gleichung, die man braucht. So, jetzt braucht das Octave natürlich Werte für das R, für das L, für das C. Da jetzt in dieser Aufgabe keine Werte gegeben sind, denken wir uns einfach mal Werte aus, sagen der Widerstand ist 1 Ohm, die Induktivität soll auch mal 1 Henry sein und die Kapazität soll mal 1 Farad sein. Werden wir nachher sehen, wie sinnvoll das ist. Und wir brauchen natürlich Werte für diese Kreisfrequenz hier. Und die Kreisfrequenz, die ändert sich ja in der Ortskurve.
Wir fangen ja an mit der Frequenz 0 und dann wird die immer größer und geht gegen unendlich. Wir werden diesen ganzen Bereich von 0 bis unendlich jetzt hier nicht nachbauen, aber wir werden bei kleinen Omegas anfangen und über mittlere Omegas bis zu relativ großen Omegas gehen. Das kriegt man jetzt hier in dem Octave relativ schnell hin, indem man sagt, das Omega soll mal ein logarithmisch gestufter Bereich sein. Und wir fangen mal an, zum Beispiel bei, also wenn wir da minus 1 hinschreiben, meint das 10 hoch minus 1, also bei 0,1 sozusagen und bis 10 hoch 1 bis 10. Und das Ganze mal mit 1000 Punkten. Und ein Semikolon immer am Ende würde machen, dass diese Zeile ausgeführt wird, aber nicht das Ergebnis angezeigt wird. So, das könnte jetzt schon ganz gut funktionieren. Jetzt mache ich mal dieses Fenster hier ein bisschen größer, dass der Button zum Vorschein kommt, um das Ganze speichern und ausführen zu können. Nenne dieses Programm einfach mal Ortskurve, speichere das und lasse das durchlaufen und gehe auf das Befehlsfenster, um mir die Ausgabe anzuschauen. Und dann steht hier, das geht nicht, da ist irgendwie ein Fehler aufgetreten, das konnte jetzt nicht berechnet werden. So, woran liegt das? In diesem Omega hier, da stecken ja jetzt 1000 Werte drin für 1000 Frequenzen. Und wir rechnen jetzt hier irgendwie sowas wie eine Zahl plus das J ist die imaginäre Einheit und in dem Omega stecken jetzt 1000 Frequenzen drin. Also eine Zahl plus 1000 Zahlen, ja, das kriegt er noch irgendwie hin. Aber 1 durch 1000 Zahlen, 1 durch einen Vektor von 1000 Zahlen, das funktioniert nicht, weil man eben nicht 1 durch einen Vektor rechnen kann. Wir wollen auch gar nicht 1 durch diesen Vektor da rechnen oder durch dieses Datenfeld, sondern wir wollen das elementweise machen. Also muss ja ein Punkt hin, der sagt, okay, 1 elementweise durch diese 1000 Zahlen und hier muss auch nochmal ein Punkt hin, der uns sagt, diese letzte Division, diesen Hauptbruchstrich, den wollen wir eben auch elementweise durchführen. So, dann lasse ich das nochmal durchlaufen. Jetzt sieht man, er hat das hier soweit ausgeführt, ohne Fehlermeldung. Und jetzt können wir noch dazu schreiben, dass das Ganze jetzt mal geplottet werden soll. Also einfach ein Plot Z. Und das durchlaufen lassen. Und dann sieht man, da kommt schon mal ein Diagramm raus. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber irgendwie scheint das gar nicht in diesen induktiven Bereich hier oben reinzugehen, den wir uns ja hier so von Hand konstruiert haben. Ja, was sagt uns das? Die Werte, die wir uns jetzt hier ausgedacht haben in diesem Programm, die Induktivität ist entweder zu klein oder die Kapazität ist zu groß. Der kapazitive Einfluss ist zu groß, deswegen mache ich aus dem einem Henry für die Kapazität mal 0,1 Henry und lasse das nochmal durchlaufen. Und siehe da, das sieht schon mal ziemlich gut aus, genauso aus wie, oder ja, zumindest qualitativ genauso aus wie das, was wir haben. Jetzt kann man diesen Plot noch ein bisschen hübsch machen und kann sagen, wir nehmen dazu mal noch ein Gitternetz und wir beschriften mal die Achsen und schreiben an die X-Achse dran, das ist der Realteil der Impedanz in Ohm und um ein großes Ohm-Zeichen bzw. ein großes Omega hinzuschreiben. Ja, gibt es so einen Befehl für das Ohm mit einem Backslash davor und das gleiche machen wir jetzt nochmal für die Y-Achse und schreiben an die Y-Achse dran, das ist der Imaginärteil der Impedanz und lassen das nochmal ausführen. Und dann ja, sind die Achsen vernünftig beschriftet, so wie man das haben möchte. Und man sieht, okay, wir starten jetzt hier nicht ganz bei 0. Das liegt halt daran, dass wir eben nicht bei der Frequenz 0 starten, sondern eben bei diesem ja, 0,1 durch Sekunde. Hier ist dann diese Kompensationskreisfrequenz und hier gehen wir auch nicht ganz wieder in die 0 rein, weil wir eben nicht bis zur Frequenz unendlich gehen, sondern ja, nur bis 10. 1 durch Sekunde für die Kreisfrequenz. Also könnten wir jetzt hier mal eine 2 draus machen und hier vielleicht eine minus 2 draus machen. Das heißt, wir würden bei 0,01 1 durch Sekunde starten und bis 101 durch Sekunde das Ganze laufen lassen. Und machen das nochmal und dann sehen wir, okay, hier starten wir jetzt wirklich fast bei 0 und hier laufen auch wirklich fast in die 0 rein. So, und damit haben wir jetzt eigentlich die Ortskurve der Impedanz für diesen realen Parallelschwingkreis.
kann ich Ihnen eben nochmal zeigen, für diesen realen Parallelschwingkreis in dem Oktav berechnet und auch dargestellt. Und jetzt kann man natürlich aus der Ortskurve wieder so schöne Sachen ablesen wie: am Anfang für tiefe Frequenzen fällt sich das induktiv, dann gibt es hier so einen Punkt, wo der Phasenwinkel wieder 0 ist, wo der Imaginärteil 0 ist, wo sich diese gesamte Schaltung, obwohl da was Induktives und was Kapazitives dran drinsteckt, insgesamt zusammen wie ein großer Widerstand verhält, ne, mit einem Phasenwinkel von 0, weil eben sich der induktive und der kapazitive Einfluss hier oben und unten genau aufheben. Und dann gibt es eben diesen Bereich, wo sich die ganze Schaltung kapazitiv verhält und dann bei sehr hohen Frequenzen in diesen Kurzschlusspunkt hier reinläuft, aber mit einem Phasenwinkel von minus 90 Grad. Und Sachen, die man jetzt eben aus solcher Ortskurve auch eigentlich noch ganz schön ablesen kann, ist zum Beispiel: wo wäre jetzt diese Kompensationskreisfrequenz, wo der Phasenwinkel genau 0 ist? Die könnte man ja auch hier unten aus dieser Gleichung relativ einfach ausrechnen. Da müsste man ja einfach nur sagen, also wenn das Omega gleich Omega k ist für die Kompensationskreisfrequenz, dann heißt das, dass der Imaginärteil unserer Impedanz genau 0 ist, ne? Und dann müsste man jetzt diese Gleichung hier oben in Real- und Imaginärteil umstellen, den Imaginärteil ausrechnen, 0 setzen, dann würde man genau auf diese Kompensationskreisfrequenz kommen. Und was man jetzt aus der Ortskurve auch noch relativ gut rausbekommt und schnell ist: was ist denn die maximale Impedanz zum Beispiel, die wir hier erreichen? Das wäre irgendwo diese hier. Und welchen Phasenwinkel gibt es da und bei welcher Frequenz tritt die auf? Und naja, also diese maximale Impedanz hier unten in dieser Statusleiste, da werden ja die Werte angezeigt für den realen und Imaginärteil. Das könnte ich jetzt da noch ganz gut ablesen. Aber naja, zumindest in dieser Darstellung geht jetzt so ein bisschen die Information verloren, bei welcher Frequenz findet das denn statt. Und da gibt es jetzt noch eine zweite ganz nette Variante, das zu plotten. Und das ist das sogenannte Bode-Diagramm. Und dafür mache ich jetzt mal eine neue Abbildung auf, beziehungsweise eigentlich zwei neue Abbildungen. Und in der ersten Abbildung plotten wir mal die Kreisfrequenz und in Abhängigkeit der Kreisfrequenz den Betrag der Impedanz. Und das Log-Log macht das Ganze in einer doppellogarithmischen Darstellung. Und dann nehmen wir noch eine dritte Abbildung und plotten dort mit einer logarithmischen Darstellung nur der Frequenzachse, also nur der x-Achse, da kommt auch wieder die Kreisfrequenz hin und dann der Winkel der Impedanz. Und der Winkel würde jetzt hier im Bogenmaß ausgerechnet werden. Wir hätten das vielleicht lieber im Gradmaß, das heißt, wir rechnen mal 180 und durch Pi und schauen uns vielleicht erstmal kurz an, wie das aussieht. Das war wieder die Ortskurve, das ist diese Betragsfunktion. Und das ist der Betrag der Impedanz, der bleibt erst konstant, dann gibt es dieses Maximum und dann fällt der Betrag der Impedanz wieder ab. Und das ist der Phasenwinkel. Der Phasenwinkel ist erst 0, dann wird der Phasenwinkel größer, dann wird der Phasenwinkel wieder 0, da haben wir diese Kompensationskreisfrequenz und dann geht der Phasenwinkel gegen minus 90 Grad. Ich hübsche jetzt mal diese Plots noch ein bisschen auf, indem ich da auch jeweils wieder dran schreibe an der x-Achse. Da haben wir eben genau die Kreisfrequenz, das kleine Omega in 1 durch Sekunde. Und das gilt für beide Plots. Für beide Plots können wir auch wieder ein Gitternetz damit hinzeichnen. Und in dem ersten Plot ist an der y-Achse dann der Betrag unserer Impedanz auch wieder in Ohm, mit diesem Groß Omega. Und im zweiten Diagramm haben wir an der y-Achse den Winkel, den nenne ich mal Phi z mit einem Index z dran in Grad. Und lasse es nochmal durchlaufen, damit das aktualisiert wird. Genau. Und das ist dieser das ist der Betragsfrequenzgang. Ich fange mal mit diesem Phasenfrequenzgang an.
Hier können wir jetzt zum Beispiel nämlich schauen, bei welcher Frequenz ist der Phasenwinkel wieder 0? Wo ist genau diese Kompensationskreisfrequenz? Und also hier an dieser Stelle ist das. Jetzt muss man in diesem Fenster wieder hier unten links gucken auf die Werte, die dazu sind. Bei welcher Kreisfrequenz tritt das auf? Und das ist ungefähr bei 3. Also 2,96, 3,0 irgendwas. Da ist genau die Kompensationskreisfrequenz. Und jetzt können wir gucken, bei dieser Frequenz von 3, das wäre halt ungefähr hier so, ne, da ist der Betrag schon fast maximal, aber halt noch nicht ganz maximal. Und den maximalen Betrag, den hätten wir irgendwo hier so bei 3,15 oder 3,2, sowas in dem Dreh, 1 durch Sekunde für die Kreisfrequenz. Und dann kann man gucken, wenn man bei dieser Frequenz hier ist, dann ist der Winkel halt schon ein bisschen kleiner als 0 Grad. Und das ist genau das, was wir auch hier in der Ortskurve sehen. Ne? Bei der Kompensationskreisfrequenz ist der Betrag schon fast maximal, dann wird der Betrag noch ein bisschen größer, aber dabei ist der Winkel dann kleiner. Und genau solche Sachen lassen sich eben gut aus solcher Ortskurve bzw. aus solchem Bode-Diagramm, also dem Betragsfrequenzgang und dem Phasenfrequenzgang der Impedanz ablesen. Und die kriegt man andererseits relativ schwierig aus dieser Gleichung hier raus. Und das ist genau der Vorteil von Ortskurven. Auf grafische Art und Weise sehr einfach, sich zu überlegen, wo werden mal Phasenwinkel minimal, maximal 0, wo werden Beträge der Admittanz oder Impedanz minimal oder maximal.